Mein Name ist Marion Dvorak und ich freue mich sehr, dass Sie alle hierher gekommen sind, um an jene Menschen zu erinnern und jenen Menschen zu gedenken, die 1941 von hier, von der Hellewiese, so hieß dieser Platz früher, deportiert wurden in die verschiedenen Konzentrationslager und die dort ermordet wurden. Von den österreichischen Roma und Romnia, von den Sinti und Sintize, hat gerade einmal ein Zehntel überlebt. Von 10 Menschen hat einer überlebt. Unter den wenigen war Haris Doikers Vater, Johann Doiker, der heute seinen 94. Geburtstag feiern würde. Er und seine Geschwister Mitzi, Kathi, Jaya und Karl. Als Schulkinder verschleppt, als Teenager befreit. Johann Doiker ist immer wieder gerne an diesem Platz, wo seine Familie den Winterplatz hatte, zurückgekommen. Und ihm war es ein Herzensanliegen, dass dieser Ort ein Platz der Erinnerung und ein Platz der Begegnung sein soll. Neben dem Spielplatz und dem Ballkäfig finden wir hier den Gedenkstein. Und da drüben, im Boden eingelassen, Steine der Erinnerung mit wenigstens ein paar Namen von Menschen, die nicht in ihre Heimat zurückgekommen sind, sondern irgendwo anonym, entweder in einem KZ ermordet wurden oder in einem Wald erschlagen oder erschossen wurden. Hier finden wir auch die rote Kastanie, die hat der Johann Doiker selber noch gepflanzt. Ihre Blüten, die machen uns Freude und ihre Krone macht uns Schatten. Und da bei dem Bankerl und bei vielen Bankerl, da kann man sitzen, da kann man sich austauschen, da kann man Menschen kennenlernen. Und was wäre besser geeignet zum Kennenlernen als ein Fest wie dieses heute? Zum 15. Mal veranstaltet der Verein Voice of Diversity dieses Gedenkfest. Und es ist uns immer so wahnsinnig wichtig, dass es diesen Austausch gibt, diese Begegnung gibt. Das Fest wird von vielen Seiten unterstützt. An der Stelle möchte ich mich bedanken an die Sektion 2 des Bundeskanzleramtes, die für die Volksgruppen zuständig sind. Ich möchte mich bedanken bei der Stadt Wien, bei der MA7 für die Abteilung für Interkulturalität. Beim Bezirk Favoriten, es sind sehr viele Vertreter von Favoriten heute da, und beim Nationalfonds der Republik Österreich. Mit dieser Unterstützung schaffen wir es, ein wirklich reichhaltiges Programm aus der Wiener Musik, aus der jüdischen Musik und aus der Roma-Musik anzubieten.